Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um das schon in einigen Kommentaren angekündigte Video über Hühnereier. Wieso ich das Hühnerei als unnatürlich halte für eine natürliche Lebensweise. Und zwar geht es darum, dass die Hühner nicht umsonst die Eier legen. Sie legen sie, damit ihr Nachwuchs schlüpft. Dann gibt es natürlich immer wieder das Argument, ja, aber unbefruchtete Eier schaden ja niemand etwas. Und da habe ich mit der Zeit herausgefunden, dass die unbefruchteten Eier nichts anderes ist als die Menstruation, also die Periode des Huhnes, wenn wir uns sozusagen vergleichen mit dem Huhn. Bei uns Frauen ist da auch nichts anderes und das neigt dann nicht mehr so der Appetit nach Ei an, also es regt den Appetit nicht mehr so an, es neigt dann eher davon ab. Ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass ein Ei alles andere als gesundheitlich vorteilhaft ist. Ich weiß nicht, wer den Vergleich gemacht hat, ich glaube Willy war es. Wie liebe Banana Girl, kennt sicherlich jeder, die das einmal mit einem Raucher verglichen hat. Also wenn man Eier konsumiert, dann ist das ähnlich wie das Konsumieren von Zigaretten. Also von gesundheitlichen Problemen her, was sich daraus resultiert. Zwar sind die gesundheitlichen Faktoren dann unterschiedlich, aber so im Vergleich vom Prozentsatz dann. Wieso ich noch keine Eier esse und es für eine unnatürliche Lebensweise halte. Ich glaube, so im Groben habe ich das hiermit schon erzählt, aber was natürlich auch noch ansteht, ist, dass wenn man die Eier im Supermarkt kauft oder so, werden natürlich die männlichen Küken dadurch geschreddert, denn die legen ja keine Eier, sind unnützlich. Aber ich glaube, das dürfte inzwischen auch vielen klar sein. Video zum Thema Ei und wieso ich das nicht konsumiere, ziemlich kurz gehalten an dieser Stelle, weil ich es einfach nur noch so einbringen wollte. Und wenn es euch interessiert, dann werde ich euch noch nähere Informationen dazu zur Verfügung stellen. Ansonsten habt noch einen wundervollen Tag, liebe Leute. Lasst mir eure Meinungen zum Thema Hühnerei da, falls ihr da eine Meinung habt. Und dann freue ich mich, wenn ich euch beim nächsten Video wieder willkommen heißen darf. Also dann, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.